Guten Morgen, liebe Erfolgsfrauen. Wir haben heute wieder eine ganz, ganz tolle Story of my life für euch und zwar von der wundervollen Saskia Sievers. Hallo, liebe Saskia. Hallo, ich grüße euch. Wie schön, dass du dabei bist und uns deine tolle Geschichte erzählst. Aber bevor wir dazu kommen, erzählen wir erstmal, was du heute aktuell machst. Du bist ja Marketingtrainerin und was ich bei dir immer so toll finde, du sagst immer mit Stil unperfekt. Ja, immer noch. Jetzt dürften wir ja nicht erzählen, was ich gerade gemacht habe, dass ich noch schnell mein Chaos im Hintergrund beseitigt habe. Genau. Ja, das ist mir total wichtig. Unperfekt schon mal loslaufen und nicht zu warten, bis alles. Wir Frauen sind da ja oft so, dass wir es alles gerne perfekt haben wollen, bevor wir loslaufen. Und ich bin mittlerweile der Meinung, dass es wird eh nie perfekt. Und dass wir auf jeden Fall schon mal vorher an den Start gehen sollten. Genau. Du sagst ja auch, also du bist ja auch Trainerin für Sichtbarkeit und da geht das ja auch so mit konform, dass man sagt, okay, mach dich sichtbar, zeige dich, trau dich einfach raus und es muss wirklich nicht hundertprozentig perfekt und durchgestylt sein, sondern leg erstmal los. Richtig, auf jeden Fall. Und das ist auch genau das, was wir da draußen sehen wollen. Menschlichkeit, Sympathie, Gemeinsamkeiten. Und da wir meistens ja alle nicht perfekt sind und ja, eher auch überall mal Blockaden, Hürden haben und Dinge, die uns an uns Frauen vielleicht auch selbst nicht so ganz gefallen, ist genau das, was uns dann zum Erfolg bringt. Das ist uns gar nicht so bewusst. Es geht oft gar nicht darum, was wir tun, was wir alles können, wie viele Zertifikate wir haben. Sondern es geht oft darum, was haben wir zu unserer Zielgruppe für Gemeinsamkeiten, auf welcher gemeinsamen Wellenlänge schwimmen wir und wirklich verkauft wird wirklich über Sympathie. Und das ist den meisten leider nicht so bewusst. Und man versteckt sich gerne hinter einem tollen Produkt, einem tollen Workshop, einem tollen Angebot, was aber, wenn wir ehrlich sind, links und rechts so in der Ähnlichkeit bestimmt schon mal aufgetaucht ist. Und wir genau nur einzigartig sind durch unsere Menschlichkeit, durch unser Aussehen, durch unsere Optik. Ja, und das möchte ich viel mehr vor allem in die Herzen von Frauen bringen, denn dann funktioniert es meist auch mit dem Geldverdienen. Das hast du schön gesagt. Du sagst ja auch so, dein Special Effekt ist ja dein Ruhrpott-Gen. Ja, genau. Ich habe meinen Makel jetzt mal dazu gemacht, dass ich das Dat und Wat mal ins Internet bringe und denke, genau so ist es, weil ich oft von der ersten Erscheinung ja oft sehr perfekt erscheine, was mir gar nicht so bewusst ist, weil wenn ich in den Spiegel morgens gucke, sehe ich eher 1000 Dinge, die mir nicht gefallen, aber ihr wisst es selber, andere sehen das dann doch nochmal anders. Und ich habe lange versucht, auch dieses Das, Dat und Wat und ne, Kokolores und was es bei uns so alles gibt. Mein Onkel hat mich immer Prumsumse genannt. All solche Klamotten habe ich gedacht, scheiße, das muss raus, das lass das bei dir, weil es ist mir sehr schwer gefallen, meine Grundsteine oder auch das, was ich so in der Erziehung genossen habe, irgendwie versuchen, so rauszukriegen, um noch besser und perfekter zu werden, weil ich immer dachte, das passt nicht zu einer erfolgreichen Frau. Mhm. Einfach solche Dinge, die so sehr bodenständig sind und manchmal halt auch wirklich sehr unperfekt. Vor allem, wenn ich so richtig im Flow losquassel, hört man mir das irgendwann an. Ich finde das so toll. Das heißt also, wer ist denn jetzt dein Kunde? Was sind denn so die Menschen, die zu dir kommen? Was haben die alle so gemeinsam? Also auf jeden Fall stilvolle Unternehmerinnen, sage ich ja immer. Und stilvoll heißt für mich nicht stilvoll, dass ich irgendwie ein tolles Jackett tragen muss, das beste Make-up oder sonstiges. Stilvoll sind für mich innere Werte, Ehrlichkeit, dass ich authentisch bin, dass ich bei mir bleibe, dass ich wirklich auch mal in mich schaue, was macht mich so wirklich aus, was macht mich einzigartig und auch, wen möchte ich überhaupt wirklich bewegen und wem möchte ich helfen? Nicht zu schauen, was ist der Trend, wo kann ich der Masse irgendwie hinterher, sondern was macht mich so selbst als Unternehmerin wirklich auch glücklich neben dem Geld verdienen, dass ich da Ergebnisse mit meinen Kunden erreiche. Das ist so für mich, das ist meine Zielgruppe
und die auch bereit sind, wie sagen wir, so ein bisschen im Kohlenpott die Ärmel hochzukrempeln. Weil auch trotz des Internets bin ich der absoluten Meinung, wir können heutzutage nicht schneller erfolgreich werden. Das bedeutet aber trotzdem Arbeit. Vor allem in die erste Sichtbarkeit zu gehen, dass wir auch gekannt werden. Und wir müssen das Vertrauen aufbauen. Das ist das größte Ziel, was wir alle haben sollten und nicht direkt den Verkauf. Denn Social Media is not for selling, Social Media is for building trust. Und das vergessen die meisten. Ja, also wenn ich da so zwischen den Zeilen raushöre, sagst du auch so, dieses über Nacht reich sein kann gar nicht so funktionieren, wie es ja oft auch propagiert wird, sondern es ist doch schon eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu sagen, du musst erstmal was aufbauen, bevor du sagen kannst, hallo, hier bin ich und bitte kauf von mir, wenn dich keiner kennt. Ja, definitiv. Ne? Also wir reden da ja von, wenn ich jetzt werde ich vielleicht doch ein bisschen fachmännisch, aber es ist halt, ne, ob ich einen Kurs füllen möchte, ob ich mein Coaching verkaufen möchte, ob ich einen Workshop füllen möchte, bedeutet eigentlich eine gewisse Launchphase. Und für Leute, ganz ehrlich, die selbst erfolgreich am Markt sind, eine riesen Reichweite haben, die planen da 6 bis 8 Wochen ein, um dann richtig den Knallerboom des Verkaufes, also verkaufen ohne zu verkaufen, darzulegen. Das wird ja aber oft ja nicht erzählt, wie viel Arbeit da im Vorfeld auch bei denen steckt. Und wenn man dann überlegt, Mensch, du startest gerade und du hast noch keine Reichweite, noch nicht wirklich Follower und Fans, kann man sich einfach, ich finde immer, das ist so logischer Verstand. Das ist auch das, warum, glaube ich, auch was sehr im Ruhrpott so herrscht, dass man schon guckt, was ist realistisch und was ist jetzt hier echt irgendwie doch vom Universum gewünscht. Da habe ich leider nicht so eine gute Beziehung zu, muss ich immer sagen. Zum Universum. Bei mir liegt so alles wirklich in Arbeit. Aber auch Arbeit mit Freude. Und ich sehe immer, wenn ich, glaube ich, weiß, warum ich etwas tue, fällt es mir auch leicht. Mhm. Und ich sehe das, wie du sagst. Also dieses über Nacht reich werden oder auf Knopfdruck reich werden, ich bin sogar der Meinung, das schafft nicht 1%. Und ich glaube, auch die, die es erzählen, haben es nicht geschafft. Die haben nur vergessen. Also ich denke, das ist immer so ein bisschen Erfolgs-Alzheimer. Die vergessen nämlich ihre 7 Jahre davor, in denen sie andere Schritte getan haben, die genauso wichtig waren, um an diesen Punkt zu kommen, dass es dann auf einmal mal in 4 Wochen vielleicht 500.000 gegeben hat. Ich meine, das sind immer noch Summen, das finde ich ja auch immer, ne, da kriege ich ja selbst noch einen Boom. Und dann, glaube ich, geht das. Aber du darfst es davor nicht vergessen. Aber das andere ist halt einfacher zu verkaufen. Die Vision zu verkaufen, dass es doch geht. Also wenn ich so an meine Anfänge zurückdenke, meinen ersten Workshop, den ich wirklich ausverkauft habe, den habe ich, glaube ich, 1 Jahr lang angeboten und 1 Jahr lang wurde er nicht gekauft oder mal ein bisschen gekauft. Mhm. Mal wurde er dann so viel ein bisschen gekauft, dass er auch stattfinden konnte. Aber bis ich ihn wirklich verkauft habe, komplett ausverkauft habe, hat 1 Jahr gedauert. Ja, es ist ja auch total wichtig, so eine Kundenreise für sich einfach zu lernen, dass man sieht, okay, was interessiert denn überhaupt jetzt mein Gegenüber? Und ich denke, wir erstellen oft, du sagst gerade deinen ersten Workshop, das heißt, meistens steht der Workshop schon und wir wollen das so, ne? Und wenn man sich so Launchphasen anguckt, steht eigentlich nur das Grundgerüst bei jedem Erfolgreichen, der nämlich während dieser Launchphase guckt, was muss noch mit rein, damit ich das hinterher gar nicht mehr verkaufen muss, damit die mir das aus der Hand fressen. Das vergessen wir oft. Und dann scheitern wir an unseren eigenen Rahmenbedingungen, die wir erstmal für logisch gehalten haben. Und hier ist so wichtig, dass man diese kreative Zeit dieser Launchphase einfach nutzt und zu sagen, okay, das ist jetzt hier auf jeden Fall mein Anfang, das ist meine Zielgruppe und das sind so die Rahmenbedingungen, die ich am Ende verkaufen möchte. Und dazwischen gibt es noch ein paar flexible Dinge, die ich vielleicht noch mit einbauen muss, weil das wird dann der Verkaufsteaser. Wenn dir deine Zielgruppe sagt, Mensch, boah, das hört sich schon total toll an, Denise, das war total spannend, machst du das und das auch noch? Mhm. Klar, wusste ich doch schon im Vorfeld, das wird doch die absolute Überraschung für euch. Kommt noch mit, klar. Ne, auch, ich sag mal, wenn wir gar nicht drüber nachgedacht haben, das überhaupt reinzupacken, wird das aber oft sehr unbewusst das sein, warum der Workshop dann auf einmal knallt. Ja. Also einen kleinen Feinschliff, ne? Der uns nicht bewusst ist.
Und darauf kommt es an, eben auch wirklich von deiner Zielgruppe zu lernen, ne? Wie bist du denn zur Marketing-Expertin geworden? Also ich meine, du hast doch nicht mit, weiß ich nicht, mit 6 Jahren gesagt, wenn ich mal groß bin, werde ich Marketing-Trainerin. Doch, klar. Nein. Gar nicht. Ich bin ja aus dem Ruhrpott und ich habe keinen Bock gehabt. Also ich habe eine tolle Familie, aber es war immer halt so Arbeiter, ne? Total. Mein Vater habe ich nur im Blaumann gesehen, wer weiß, ne? Also und manchmal 7 Tage die Woche, arbeiten war auch sein Hobby. Und ich wusste, das möchte ich eigentlich nicht. Wo ich hin möchte, wusste ich überhaupt nicht. Ich wusste, ich will erstmal kein Abitur machen. Also ich bin auch nicht überintelligent. Viele meinen immer, Mensch, meine, ja, was du nicht alles geschafft hast. Ja, aber ganz ehrlich, alles über Umwege. Ich habe mein Abitur in Abendform gemacht. Ich wollte erstmal Geld verdienen mit einer Ausbildung. Bin in den kaufmännischen Bereich gegangen, wusste gar nicht, wo ich erstmal hin möchte. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Bin dann irgendwie in die Finanzdienstleistung gerutscht. Mhm. Das war aber da zu dem Zeitpunkt auch echt noch eine Ecke, wo du richtig Kohle verdienen konntest. Habe ich auch. Und da war ich 7 Jahre. Aber ich bin gescheitert irgendwann wirklich an diesem Nachschub Neukunden. Mhm. Nicht Verkauf. Verkaufen konnte ich schon immer total gut. Das hat mir auch total Spaß gemacht, wenn ich von etwas überzeugt bin. Du, rote, gelbe, grüne Schuhe, du, die habe ich eher schneller an die Frau gebracht, als wie du gucken kannst. Und wenn ich sie selbst noch gerne trage, dann ist alles gut, ne? Sozusagen. Ich merkte aber, dieses neue Interessenten für mich zu finden, und damals hatte das Telefon noch eine Schnur. Heißt, es gab Direktakquise, Telefonakquise. Und dann mir das so schwer fiel und dann aber auch ich schon 2 Söhne hatte, die gerade in die Schule kamen, merkte ich auf einmal, es ist mir zu viel. Zu viel Dinge, die für mich immer wieder Überwindung kosten. Diesen Schweinehund. Ne? Ich habe es gemacht, weil ich wusste, ich bin Unternehmerin, du musst es tun. Aber es hat mir keine Freude gemacht. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, ich probiere noch was anderes. Und dann bin ich erstmal in ein Angestelltenverhältnis gegangen und merkte aber da auch, okay, so, von morgens bis mittags, das ist auch nicht so deins, ne? Also was machst du den ganzen Tag? Und bin ganz schnell in Führungspositionen immer wieder gerutscht. Ja, bis zuletzt war ich über 4,5 Jahre Geschäftsführerin einer Schwerlastspedition im internationalen Verkehr und wir haben dann hier wirklich wahnsinnige Erfolge aufgebaut, bis zu, dass wir wirklich im ersten Jahr 1,5 Millionen Umsatz gemacht haben. Wow. Da hat sich schon so ein bisschen auch in meinem Kopf mal manchmal, wo ich dachte, meine Güte, Saskia, warum hast du das für dich nicht so alleine immer hingekriegt? Für andere kriegst du so einen Scheiß hin. Und ich durfte da einfach mal in die USA reisen. Da fing es gerade an, 2011, so ein bisschen mit dem Thema überhaupt Online-Präsenz. Und da wir international unterwegs waren, bin ich dann in die USA gereist und durfte mir da mal so einen ganz erfolgreichen Marketer angucken. Wie das denn so geht, ne, überhaupt. Und so bin ich überhaupt erstmal zum Thema Online- und Social-Media-Marketing gekommen. Und wer das weiß, kennt jetzt die Geschichte aus dem Flieger, als wir so, wie sagt man so, die Schuppen von den Augen gefallen sind. Erstmal völlig fasziniert auf dem Rückflug. Weil ich habe ja nur 50% verstanden, ehrlich gesagt. Ich war nicht so gut in Englisch. Das war auch noch der Hammer. Aber ich habe mich erstmal so entspannt in den Flieger gesetzt, das Tischchen da runtergeklappt, den typischen Tomatensaft bestellt. Und bin aber dann wirklich so mit der Schlafmaske erstmal zurück. Und dann kamen meine Gedanken. Und ich merkte auf einmal für mein Problem, was ich damals hatte, Telefon und Direktakquise, da gibt es jetzt eine andere Lösung für. Du musst in die Sichtbarkeit. Und ich bin in dem Moment aufgesprungen in diesen Flieger mit der Schlafmaske. Weiße Hose hatte ich an und vergessen, dass der Tomatensaft da auf meinem Tischchen stand. Das heißt, da bin ich in die erste Sichtbarkeit gekommen. Ne, 450 Leute kannten mich jetzt und ich musste noch 8 Stunden da sitzen. Das war meine erste Sichtbarkeit. Und der erste Impuls, da musst du weiter dranbleiben. Aber da ich wirklich ja auch da noch echt top verdient habe, habe ich mir das immer so, da hatte ich Schieberitis. Ne? Ich hatte eigentlich jetzt die Lösung, aber bin dann auch wieder über Umwegen. Ich habe es mir erstmal bequem gemacht. Ne? Warum? Ich hatte jetzt keinen Grund, mich sofort selbstständig zu machen. So ganz schlimm war es da auch nicht. Und es hat dann ein bisschen gedauert. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich mit, ich muss sagen, 35 war für mich so ein schreckliches Alter, warum auch immer. Ich habe in den Spiegel geguckt und habe gedacht, die Frau kennst du gar nicht mehr.
Oh, verdammt. Also ich habe auch keinen Schicksalsschlag oder so. Ich kann jetzt auch hier keine hammergeile Story erzählen. Ich habe keinen Schicksalsschlag, ich habe nichts, ich habe immer gut verdient als Frau, aber ich merkte so mit 35, ich will nochmal was anderes. Und ich will mich wiederfinden. Ich bin sehr strange durch diese ganzen Geschichten auch der Karriereleiter geworden. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin sehr kopfgesteuert. Mein Herz, das pocht jetzt nur noch, dass ich überhaupt überlebe und morgens aufstehen kann. Das war sehr fremd für mich alles. Und das wollte ich aber nicht mehr. Also für mich war jetzt so mit 35 der Punkt, nee, jetzt könnte sich noch mal was ändern. Und dann habe ich die Entscheidung für mich getroffen, zu sagen, okay, du fängst mal damit an, was du gut kannst. Und dann habe ich es vorgelebt. Ich habe angefangen mit Facebook-Marketing. Ich hatte auch keine Website, ich hatte nichts. Ich hatte 3 Monate finanziellen Background im Hintergrund. Und habe gesagt, das bringst du jetzt anderen Unternehmerinnen bei. So ist das gekommen. Und da ich keine Webseite hatte, keine teure Technik, kein Nix, habe ich auch wirklich nur die Sichtbarkeit über Facebook erstmal promotet. Auch das mal zu dem, alle sagen immer, du musst so hammermäßig positioniert sein. Ne, du darfst auch genau diesen Prozess durchleben. Ich konnte immer nur das verkaufen, was ich auch selber tue. Mhm. Ne, und das war zu dem Zeitpunkt, ich wusste, wie geht das ganz Große, Social Media und Online-Marketing auch im roten Faden und wie machst du tolle Facebook-Werbung und Google Ads und ich weiß nicht was. Das habe ich seit 2011 wirklich so gefressen, dieses Wissen, und da stecken 120.000 Euro in meinem Kopf an Aus- und Fortbildungen. Und dann merkte ich aber, ich kann nur verkaufen das, was ich selber tue. Dann bin ich wirklich zum ersten Start gegangen und so war ich auch die ersten 6 Monate meiner Selbstständigkeit nur unterwegs. Also ihr müsst nicht immer, ne, fake it until you make it. Ihr seid 100% in vielen Dingen viel besser als andere. Und da darf man auch starten. Und du weißt ja immer mehr, als irgendein anderer weiß. Ne? Also wie du eingangs ja auch sagtest, diese 8 Millionen Zertifikate sammeln, dieses ich weiß aber noch nicht genug und überhaupt und wer soll es denn kaufen und so. Du weißt immer mehr als irgendjemand anders und mehr musst du ja gar nicht können. Genau, das ist der Punkt. Und ich sehe, dass die meisten viel erfolgreicher sind, wenn sie aus ihren Erfahrungen agieren, statt aus dem, was wir vielleicht wirklich von Schulwissen irgendwo mitgenommen haben. Weil das ist oft eher so, Fachidiot schlägt Kunde tot. Ne? Sondern das, wenn man das jetzt wirklich in die Erlebnisse und die eigene Erfahrung, das ist das, was uns wirklich erfolgreich macht. Ja. Was ist denn jetzt eigentlich, wenn ich mir dich als Coach nehme und sage, ja, Saskia, ich finde das alles ganz toll, was du mir hier beibringst, aber ich habe da gar keine Lust drauf. Kannst du nicht meinen ganzen Social-Media-Kram übernehmen? Machst du das auch? Ach, guck mal, spannend. Ja, dadurch ist mein zweites Unternehmen entstanden. Ich habe ja auch eine Marketingagentur, ganz speziell für Coaches, Berater und Speaker, die aber mit einem großen Aber ist. Als allererstes musst du es selbst lernen. Dann kann ich für dich gutes Marketing hinterher betreiben, dir viel freie Zeit bringen. Aber als allererstes ist es wichtig, dass du den Müll selber rausbringst. Nur du kannst das Vertrauen zu deiner Zielgruppe aufbauen und viele passive Teile kann dir eine Agentur abnehmen. Aber hier empfehle ich jedem, der mit einer Agentur überhaupt mal darüber nachdenkt, mit einer Agentur zu arbeiten. Es ist wichtig, die Agentur muss bereit sein, dich zu studieren, weil ansonsten hast du vielleicht schönes Marketing, aber du findest dich selbst in deinem eigenen Marketing gar nicht wieder. Und es ist vielleicht gar nicht das Ziel, was du hast. Mhm. Und bei uns ist zum Beispiel auch die Präsenz im Außen, ist egal, was wir tun, von der Webseite bis zum Social Media Management, ist es wirklich so, dass wir auch parallel coachen. Und am liebsten ist es mir, dass ich das für meine Kundinnen tue, die vorher mit mir in meinen Masterminds zusammengearbeitet haben. Dann können wir das wirklich auch in einem tollen Flow wirklich kreativ erstellen. Aber ansonsten rate ich sogar eher davon ab. Ja, also ich kenne in der Tat auch einige Unternehmerinnen, die sich damit ihr Business nicht kaputt gemacht haben, aber zum Stagnieren gebracht haben, weil dieses Herzblut nicht mehr drin steckte. Da war die selbstgeschusterte, über Nacht entstandene Homepage erfolgreicher als das wunderschön optisch hergerichtete, von der Marketingagentur erstellte Produkt, das aber ja ihr Herz nicht mehr, ihre Seele nicht mehr rausgestellt hat.
Genau, das passiert. Ja. Das passiert. Also es ist schon wichtig, dass man sich selber wiederfindet und dass das schon authentisch ist zu dem, was man da auch. Sicherlich kann so eine Agentur viele schöne Dinge tun und es sieht auch professionell aus. Ich meine, auch all das tun wir auch. Mir ist es aber wirklich wichtig, dass jemand sagt, das bin ich. Ja, denn wer kennt die Zielgruppe besser als wie die Kundin oder der Coach selber? Ja. Jetzt sag doch mal, jetzt bist du ja so super erfolgreich. Du hast zwei Unternehmen, du stehst hier und da auch mal als Speakerin auf der Bühne. Gefühlt ist dein Tag irgendwie 60 Stunden lang, wenn man anschaut, was du alles auf die Beine stellst, gefühlt mit so einer Leichtigkeit auch. Aber du bist ja auch Mama. Wie bringst du das denn so in den Einklang zu sagen, okay, auf der einen Seite bin ich erfolgreiche Unternehmerin, auf der anderen Seite bin ich Mama und kümmere mich mit voller Herzblut um meine wunderschönen, süßen Kinder. Wie bringst du das so in Balance, auch so vom guten, schlechten Gewissen her? Also ein schlechtes Gewissen habe ich vor allem in der Anfangszeit ganz viel gehabt, aber ich habe sehr offen darüber gesprochen mit meiner Familie, dass sie jetzt einfach mal für eine gewisse Zeit auf mich verzichten müssen. Ich habe den ersten Familienurlaub vor 2 Jahren nicht mitgemacht, da sind die alleine gefahren. Also ich habe auch viele Opfer gebracht, aber ich habe immer darüber offen gesprochen. Und das wurde jetzt nicht immer mit dem, ne, da kam jetzt nicht immer, oh, wunderbar, super Mama oder auch mein Schatz, das ist total toll, wir sehen uns eh so wenig und jetzt fährst du auch nicht mit in Urlaub. Das war nicht so. Aber ich glaube, da ist ein riesen Knackpunkt, dass man trotz dessen, dass es so läuft, da offen drüber spricht und Leute nicht irgendwie nicht daran teilhaben lässt und auch nicht sagt, warum man das jetzt gerade tut. Auch wenn das Verständnis vielleicht gar nicht da ist, habe ich das aber immer mit einem besseren Gewissen getan. Deshalb hatte ich kein schlechtes Gewissen, weil ich mir vorher überlegt habe, was sind jetzt die Schritte, die ich tun muss. Und ich habe mir aber auch angeguckt, okay, was kann ich im Gegenzug auf keinen Fall leisten? Und das waren dann, dass ich meine Jungs mal nicht mehr immer durch die Gegend fahren konnte, wann sie gerade wollten und Lust haben. Dass ich natürlich weiterhin kochen und einkaufen musste, das war ganz klar. Das konnte ich jetzt nicht zur Seite schieben. Und manchmal hielt halt auch mal eine Pizza her. Punkt. Also ich habe da schon sehr offen mit mir auch kommuniziert, was ist machbar, was ist nicht machbar. Jetzt habe ich natürlich auch 2 Jungs, die jetzt also beide im pubertierenden Alter sind. Da muss ich dir jetzt auch sagen, Denise, das Einzige, was die von dir wollen, ist so ein bisschen, die Wäsche ist gewaschen, der Kühlschrank ist voll, du brauchst gar nicht so viel da sein, ne? Im Gegenteil, vielleicht mal Taxi. Aber das war dann außerhalb meiner Geschäftszeiten, so nachts um 2, ne? Kann ich dann abholen. So ist das eher. Ich habe da vielleicht jetzt noch den Punkt, dass das nicht so mein ganz großes Problem war, dass sie den großen Verzicht gespürt haben. Ich kann das aber trotz allem, ich arbeite ja mit vielen Unternehmerinnen, die auch wirklich kleinere Kinder haben, noch, dass sie sehr gut damit fahren, wenn sie das mit ihrer Familie sehr offen klären. Die nächsten Steps und warum das so ist und warum das vielleicht auch jetzt mal Verzicht bedeutet und wie man das auch für sich sehr gut organisieren kann. Dass man sagt, okay, dann ist das halt mal so, jetzt ist Kinderzeit und heute Abend ist nicht die gemeinsame Fernsehzeit auf dem Sofa, sondern ich sitze dann noch mal bis 12 am Schreibtisch. Das macht man dann nicht immer, nein. Obwohl ich, ja, wenn du irgendwann 2 Unternehmen hast, dann machst du das auch hinterher noch teilweise. Aber ich mache es immer noch mit Freude. Das ist auch, also es fühlt sich auch nicht an wie Arbeit. Das muss ich ja auch immer sagen. Ne? Es fühlt sich manchmal gar nicht an wie Arbeit. Ja, aber ein sehr, sehr wertvoller Tipp. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Jetzt sag doch mal, man hat ja oft so diese Vorstellung, so Erfolg, das ist so, ne, mein Haus, mein Auto, mein Schaukelpferd, mein was auch immer. Woran erkennst du denn so auch vielleicht in dir gefühlt, boah, ich bin erfolgreich, ich fühle es richtig? Also wenn ich Freiheit genießen kann. Also mein großes Ziel war nicht mein Haus, mein Auto, mein keine Ahnung, das habe ich vorher schon immer gehabt. Das ist ja auch, ich habe eine sehr hohe Latte gehabt, sage ich mal, wo ich anfangen musste mit meiner Selbstständigkeit. Ich sehe das immer, viele meiner Unternehmerinnen erzählen mir, Mensch, ich will auf jeden Fall dahin, was ich vorher fest angestellt verdient habe.
Wenn man uns das so, wenn man sich das anguckt, sind da oft Frauen bei 2.500 Euro. Wenn ich jetzt im Selbstständigen gucke, würde ich schon sagen, okay, leg mal bitte die doppelte Summe drauf, dann ist es für dich okay, dann passt das so. Ich habe schon immer 10.000 vorher verdient und einen schicken Wagen gefahren. Und ne, also heißt, ich hatte schon eine ganz andere Einstiegskante, so mit mir zu kämpfen, die ich haben wollte. Und das war nicht unbedingt, das ist jetzt nicht immer gut, total gut direkt, ne? Muss man auch sagen, das war schon Kampfgeist. Aber ich merke, wenn ich muss nicht drüber nachdenken, was ich mir kaufe. Und das sind oft keine großen Dinge. Das sind so Nebenbei-Effekte, dass ich von jetzt auf gleich auch entscheiden kann, Mensch, okay, mein Zeitmanagement war heute mal wieder Katastrophe. Wir gehen nachher essen alle. Und wenn die Freundinnen meiner zwei Söhne da sind, dann nehmen wir die auch mit. Ich muss nicht drüber nachdenken, ob da zwei jetzt mit im Restaurant essen oder nicht. Das ist für mich Freiheit. So Kleinigkeiten, also das sind ja schon Kleinigkeiten, die Geld kosten, aber ist egal, wo man hingeht, es kostet Geld. Aber auch so zu arbeiten, wo ich möchte, in die Sonne zu fliegen, mit die Freizeit zu nehmen zwischen dem Arbeiten, zu wissen, hier ist alles organisiert. Es ist ja nicht so, dass wenn ich jetzt hier weg bin, dass meine Söhne von jetzt auf gleich meine Arbeit hier, die ich so als Mutter und Hausfrau auch noch erledige, die jetzt so selbstverständlich übernommen werden, ne? Mit Leidenschaft am besten noch, ne? Das machen die natürlich nicht. Das heißt, hier muss auch ein bisschen was organisiert werden. Und das sind alles so Punkte, das bedeutet für mich einfach Freiheit. Und Freiheit ist das, wo ich mich erfolgreich fühle. Mir geht es nicht um das nächste Teil, was ich mir leisten kann. Und man sagt immer, eine Louis Vuitton-Handtasche sollte man haben, aber dann ist auch, weiß ich nicht, ob ich mich an den nächsten 5 auch noch freuen würde. Ja, ein Porsche 911 hätte ich auch gerne noch in der Einfahrt, aber da bin ich. Ja, aber davon brauchst du auch nur einen. Also irgendwann ist auch, ne, wo ich denke, okay, das sind aber alles Dinge, da würde ich sagen, ja, die finde ich schön, aber die machen mein Gefühl nicht erfolgreich. Ja. Mein Gefühl, dass ich Erfolg habe, ist dieses in vielen Dingen frei zu agieren, nicht mehr nachdenken zu müssen, ob das jetzt geht oder nicht geht. Ich finde, das hast du total schön beschrieben. Ich erkenne mich da so wieder, weil ich das Thema neulich mit einer Freundin hatte und wir haben gesagt, was du gerade mit dem Essen gehen Beispiel hattest, war für uns Taxifahren. Dieses, wie kommen wir denn jetzt dahin? Wo war es an dem Weg? Ach, wir nehmen Taxi. Und da nicht drüber nachdenken zu müssen, einfach zu sagen, ja. Also das war, glaube ich, so für mich auch diese erste Bewusstwerdung von, wow, Erfolg. Zu sagen, ich muss nicht drüber nachdenken, kann ich mir das Taxi leisten, sondern ich steige einfach ein. Und ich weiß nicht, ob der mich 1 Kilometer oder 5 oder 10 fährt, um dahin zu kommen. Ja, das sind auch so viele, ja, da ist man sich, glaube ich, oft gar nicht so drüber bewusst. Und ich mache sie mir ganz oft bewusst, was mir auch diese finanzielle Freiheit wirklich schenkt. Und das ist nicht immer irgendwas Großes zu kaufen, was richtig viel Wert hat, sondern alles diese Kleinigkeiten nebenbei, die ich vielleicht auch mit Geld organisieren kann, die mir wieder freie Zeit schenken. Ja. Das ist das, ne? Und wie du sagst, dieses nicht überlegen müssen oder muss ich jetzt noch gucken, wie ist die Bahnverbindung und wie oft muss ich umsteigen und habe ich am schlimmsten Fall noch einen ganzen Tag Reise hinter mir oder steige ich einfach in den Flieger oder sowas. Ne? Also solche Dinge, wo ich sage, da brauche ich mir keine Gedanken drüber machen. Die fühlen sich für mich einfach nach Erfolg an. Ja. Ich habe immer noch so die klassische letzte Frage und die geht immer nach den Vorbildern. Gab es irgendjemanden in deinem Leben, also vielleicht eine Person, die du persönlich gekannt hast oder auch jemanden, von dem du einfach nur ein Buch gelesen hast oder so, wo du sagst, wow, das war echt so ein Vorbild für mich, da konnte ich was draus ziehen, da habe ich was von gelernt. Diese Person hat mich irgendwie so zu dem gemacht, was ich heute bin, ein Stück weit. Nein. Wirklich, also ich muss sagen, da ich also aus dem Ruhrpott bin, hatte ich eher die Vorbilder, wo ich merkte, okay, so willst du eigentlich nicht werden. Ah, auch spannend. Die ganz liebevoll sind. Also ich habe ja wirklich eine tolle Erziehung genossen, auch sehr liebevoll und sehr respektvoll, aber schon mit wenig Visionen. Mhm. Ja, und das
Ja, und heute würde ich sagen, Denise, ich habe so viele Vorbilder. Ich nehme aus jeder Unternehmerin, die ich kennenlerne, ob selbst meine Kundin ist, immer Dinge mit, wo ich sage, wow, diesen Anteil, den hätte ich auch gern. Da würde ich noch mal näher drauf eingehen. Ich weiß noch, Anfang des Jahres habe ich dich irgendwo im Workshop mal gesehen und da ging es um das Thema Geld verdienen. Und dann weiß ich noch, wie du erzählt hast, dass du mal daran gescheitert bist, dass du im Kopf eine andere Summe hattest, als wie du die eigentlich gefühlt hast. Ja. Das hat mich so inspiriert. Das war so eine Vorbildsgeschichte. Und ich weiß noch, ich habe das dann auch gemacht mit dem Schein und habe den aufgeschrieben. Und ich darf einfach sagen, das hat mir so einen Flow gegeben. Es waren damals, ich weiß das noch, 500.000, die ich gefühlt habe. Ja, und die hatten wir jetzt schon in der Hälfte des Jahres erreicht. Super. Also das war der Hammer, das hätte ich niemals gedacht. Aber das ist auch das Denken. Das hätte ich niemals gedacht, das hatte ich mir für das Jahr vorgenommen. Und dann auf einmal, wenn du dich von vielen Dingen so befreist, das ist total toll. Und ich lerne immer wieder. Ich lerne Dinge, wo ich lerne loszulassen. Das ist was mir nicht gut oft leicht fällt. Und wenn ich Frauen kennenlerne, die so ein Thema haben, und ich finde, es gibt so viele Vorbilder auf dieser Welt, und das sind nicht immer die, die wir vielleicht alle so in einem Riesenbuch, in einem Fernsehen sehen oder sonstiges. Ich habe ganz viele Vorbilder, die so für mich so ganz viele Sterne sind, die mir immer in vielen Dingen ganz viel bringen. Ach, das hast du so schön gesagt. Ach, das soll es schon wieder gewesen sein mit unserem tollen Interview. Liebe Zuschauerin, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen an Saskia habt, wenn ihr natürlich auch Saskias Angebote in Anspruch nehmen wollt, dann kontaktiert sie super gerne, kontaktiert mich, schreibt unter diesem Post, was auch immer. Wir halten auf jeden Fall alles auch an Saskia weiter. Und dir, liebe Saskia, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dieses tolle Interview. Ich weiß, es ist absolut nicht selbstverständlich. Und umso geehrter fühle ich mich, fühlen wir uns, dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Und uns allen jetzt noch einen wunderschönen Tag und auf bald, ihr Lieben. Tschüss.